Willkommen zurück bei World of Warcraft Dragonflight. Wir sind immer noch in den Tarelec-Höhlen und wollen uns um die letzten Vorbereitungen kümmern, um Sarkareth aufzuhalten und mit Glutal und Neltharion, sag ich schon, um Gottes Willen. Wir wollen mit Glutal und Furorion und Sabelian und natürlich auch Obsidian gemeinsam, ja, ich sag mal, das Vorgelände von Arborus angreifen, um zu verhindern, dass Sarkareth überhaupt nach Arborus gelangen kann. Soweit der Plan. Wir haben beim letzten Mal den Kriecherdrachen gerettet, unsere neue Drachenreitform, Drachenart, whatever. Experimente, die aus Arborus geflüchtet sind. Also die Kriecherdrachen sind wahrscheinlich irgendwelche Vorwesen der Draktür, an denen Neltharion rumexperimentiert hat, um seine eigene perfekte Drakoiden Armee herzustellen oder zu züchten, wie auch immer. Gut, wir wollen weitermachen und haben draußen die Aufgabe, gemeinsam eben Arborus anzugreifen. Ich freue mich. Wir haben ja noch zwei Kapitel. Ich bin gespannt. Obsidian. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Meine Kamera mal an. So. Glutal wartet vor der Schwefelgarnison auf uns. Kommt. Sie wird sich freuen, wenn sie sieht, dass wir die volle Kraft des schwarzen Drachenschwarms versammelt haben, um ihr bei ihrem Vorhaben zu helfen. Ensemble Gewänder des schwarzen Drachenschwarms. Die Aspekte mögen euch schützen. Wir sehen uns dort, Freunde. Ich hoffe immer noch, dass diese Verwandlungsform, die es ja durch diesen Stab gibt, wie heißt sie nochmal? Tarugosa, irgendwie sowas. Dieser blaue Drache. Ich rede wirres Zeug, ne? Man kann War of the Lich King durch einen Stab sich in die Gestalt eines Drachen verwandeln, indem man rechte Maus auf den Stab macht. Ich fände es fantastisch, wenn es das für Druiden vielleicht als Reitform geben würde, als Flugform. Das sieht doch gut aus. Wir haben die Schwarzkrallen. Wir haben die Drachen. Wir haben Hallo? Sabelian und Furorion auch? Ich vermute, Obsidian hat euch auch in seinen Sturmangriff verwickelt. Oh ja. Clever. Da nun alle hier sind, können wir anfangen. Das bedeutet mir mehr, als ihr ahnt. Hab Dank für eure Hilfe. Wir wollen Fehler wieder gut machen und euch helfen. Und ihr seid? Es wäre nicht das erste Mal, dass ich meine Waffe gegen jene erheben muss, deren Loyalität fehlgeleitet ist. Ich werde meinen rechtmäßigen Platz einfordern. Ich frage mich immer, was das Beste für meinen Schwarm ist. Lernt aus Vergangenem und blickt in die Zukunft. Schön zu sehen, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Endlich. Hoffentlich ist das ein Zeichen für eine vereinte Zukunft. Mögen die Winde euch leiten. Nichts kann den schwarzen Drachenschwamm aufhalten, wenn wir zusammenhalten. Seid vorsichtig. Okay, erstmal die Aufgabe annehmen. Wir müssen unseren Konflikt überwinden, um neue Höhen zu erreichen. Da Sarkareth nur die Macht über die Abwehrstellungen von Arborus hat, verfügt er über eine Armee, die ihn vor uns beschützen wird. Der nächste Schritt für uns ist der Aufbau einer Stellung in der Garnison. So können wir nämlich ohne Unterbrechung... So können wir sie ohne Unterbrechung durchsuchen. Wir treffen uns dort. Die Aspekte mögen euch schützen. Müssen wir uns gleich mal angucken, ob man daraus was Schönes mocken kann. Sprecht euch aus. Es gibt mehrere Waffen mit historischem Wert, die meiner Meinung nach in Vergessenheit geraten sind. Ich würde meine Krallen darauf verwetten, dass sie sich in dieser Garnison befinden. Die Drachenbrut und Drakoiden halten treu in der Erinnerung meines vor langer Zeit verstorbenen Vaters fest, fehlgeleitete Narren. Sie haben Zugriff auf meines Vaters Schmieden und Waffen, und es ist sehr wahrscheinlich, dass genau jene Waffen, die ich schon verloren hieß, hier in der Nähe gelagert werden. Wenn sie herausfinden, was sie besitzen, werden sie diese Waffen gegen uns einsetzen. Sie dürfen sie nicht in ihren Klauen halten. Bis zum nächsten Mal. Wir leben in harten Zeiten. Wisst ihr, was ich sehe, wenn ich auf die Schwefelgarnison blicke? Verräter. Diese Soldaten glauben, sie wären Anhänger des schwarzen Drachenschwarms, doch sie erkennen uns nicht als wahre Erben von Neltharion an und buckeln vor dem Geist unseres böswilligen Vaters. Wir können das nicht hinnehmen. Zeigt ihnen den Fehler ihres Irrglaubens auf.
Fehler geschehen. Der wahre schwarze Drachenschwarm ist rechtmäßiger Besitzer dieser Waffen. Ich werde einen anderen Weg zu Sakkareth finden, während ihr hier kämpft. Wir werden uns ihm dann gemeinsam stellen. Okay. Ich danke euch. Ich werde eure Güte in meiner Not nicht vergessen. Und das sagt jetzt schade, ne? Man könnte natürlich jetzt das cool moggen, wenn man... Ja, das ist ja schon fast cool, ne? Es wäre natürlich noch cooler, wenn jetzt der, das auch ein bisschen rötlich wäre. Mögen eure Füße gute Pfade finden. Ist aber schon cool, oder? Oh, die Schulterplatten sind geil. Ist was anderes. Okay, Angriff auf Arborus, Leute. Fühlt sich ein bisschen an, als würden wir gleich einen Raid starten, ne? Diese Narren mögen nicht mehr zu retten sein, ihre Ausrüstung aber schon. Sammelt für unsere Truppen so viel ihr könnt. Ich habe kein Ziel. Besiegt Gegner in der Schwefelgarnison. Ja, jetzt ist die Frage nur, was sind denn die Hauptziele hier? Hier oben müssen wir irgendwas machen. Oder auch nicht, ich bin verwirrt. Hier unten, da oben, okay. Zuerst etwas anvisieren. Was ist hier jetzt passiert? Klauen wir das dem denn auch oder kann er es auch aufheben? Ne, wir klauen es. Das ist natürlich wieder scheiße. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Okay, was haben wir da? Die ruhende Klinge. Man sagt, es sehne sich danach, geführt zu werden. Ich habe kein Ziel. Schwarzer Ausweider. Ist uralt, aber noch genauso tödlich wie an dem Tag, an dem sie geschmiedet wurde. Was fehlt jetzt noch? Trefft Ibysian und noch einen Gegner. Das ist zu weit entfernt. Ich brauche ein Ziel. Ja, doof ist ja nur, dass man sich halt die Sachen teilt, ne? Dann klauen wir dem gleich seine Sachen weg hier. So, weil das ist ja jetzt einfach gestealt. Versteht ihr?
Er droppt ja leider keine. Okay, jetzt sammelt er sie gar nicht ein. Dann nehme ich sie halt. Aber es ist ja gemein. So, den Rest kann er dann haben. Okay, es gibt auch Waffenständer. Das ist cool. Der Umhang finde ich jetzt nicht hundertprozentig geil. Ich finde diese durchgehenden schöner. Ist das nicht mit? Ja, dann nehme ich das. Voll geil. Die werden dem wahren schwarzen Drachenschwarm dienen. Okay. Oben. Natürlich oben. Das ist ein Drachen. Das denke ich denn auch. Ups. Unsere Schicksale scheinen miteinander verwoben zu Diese sein. Diese Waffen müssen mit solch mächtigen Klingen gescheitelt werden. Jede Handlung. Wir sind so ein tolles Team, meine Liebe. Bleibt immer wachsam. Es ist eine Schande, dass diese Krieger der falschen Sache Treue geschworen haben. Sie hätten gute Verbündete werden können, doch ihre fehlgeleitete Loyalität hat sie nun dem Untergang geweiht. Mein Verstand gehört mir. Mögen die Winde euch Gut, leiten. Jetzt können wir Glutal ungefährdet bei ihrer Suche unterstützen. Ich weiß, dass wir sie Sakarif aufhalten wird. Seid vorsichtig. Diese Drachenbrut war einem toten Drachen tausend von Jahren treu ergeben. Ich bewundere ihre Hartnäckigkeit und Standhaftigkeit. Ich hoffe nur, dass wir sie davon überzeugen können, dass es auch einen anderen Weg gibt. Wir müssen unseren Konflikt überwinden, um neue Höhen zu erreichen. Da wir nun einen Stützpunkt in der Garnison haben, können wir unsere Suche ausweiten. Wir werden hier die Truppen von Arborus aufhalten, während ihr Glutal findet und ihr beim Erreichen von Sakarif helft. Wir stoßen zu euch, sobald wir die Front hier gesichert haben. Seid vorsichtig. Ich habe euch schon erwartet. Es fühlt sich gut an, die eigene Frustration durch Schwert und Flamme sprechen zu lassen, meint ihr nicht? Azeroth erwarten viele Bedrohungen. Furorion ist durchschaubar und leicht aus dem Gleichgewicht zu bringen, was ihn zu einem unvorhersehbaren Gegner macht. Meiner Einschätzung nach will Ibyssian dem schwarzen Drachenschwarm dienen, aber dass sein Altruismus echt ist, fällt mir schwer zu glauben. Altruismus. Alexa? Was heißt Altruismus? Ah ja, also Uneigennützigkeit. Ne? Dass seine Uneigennützigkeit echt ist, fällt mir schwer zu glauben, von Ibyssian. Also schön, wir werden uns wiedersehen. Okay. Oh, können wir uns nicht auch in Drachen verwandeln? Oh, das wär doch ein neues geiles Volk, oder? Drache. Bin ich direkt dabei. Neuer Main, wenn wir uns so in Drachen verwandeln können. Drachtier sind nice, aber so ein richtiger Drache. Junge, Junge, Junge. Das ist ja schon echt cool. Glutal! Da ist er. Wo denn? Ich sehe nix. Glutal! Warte! Was habt ihr zu berichten? Dort ist er. Arborus beschützt ihn noch, weil er an einem Gerät arbeitet. Es muss einen Weg für uns geben, seine Abwehrstellungen zu überwinden. Bleibt aufrichtig. Solche Schilde haben wir schon einmal gesehen. Sakarif nutzt die Kraft von Arborus, um sich zu schützen, während er einen Weg hineinsucht. Feige, aber clever. Unterbrecht die Leitungen, die seine Schilde versorgen. Dann müssen wir ihn erreichen können. Klarin. Mehr. Ich brauche mehr Kraft. Ich werde ihn beobachten, während ihr versucht, den Schild zu durchbrechen. Okay. Ich habe kein Ziel. Eieieiei. Ich bin außer Reichweite. Okay. Hast du gut beobachtet, Luther? Wir müssen ihn stoppen! Gut, jetzt habe ich eine letzte Chance, ihm gut zuzureden. Dient ehrenhaft. Oha.
Das ist unsere letzte Chance. Wenn wir es Sakareth gestatten, nach Arborus zu kommen, erlangt er vielleicht eine Macht, die ihn außer Kontrolle bringt. Wir müssen ihn jetzt aufhalten. Okay? Wir werden. Ich brauche mehr Zeit! Aggressive Defensivmaßnahme wird eingeleitet. Ich muss näher ran. Gib auf, Sakareth. Hinter dieser Grenze liegt kein Sieg. Nur der Untergang. Nein, ihr haltet mich nicht auf. Arborus ist mein! Ich folge dem Ruf! Dann habt ihr euch entschieden. Dieser Zelot darf das Labor nicht kontrollieren. Warum seht ihr mich denn so an? Los geht's! Ihr verfolgt ihn jetzt nicht? Er wird gerichtet. Aber er ist verloren. Und ich bin es leid, gegen mein Volk zu kämpfen. Dem müssen Sie sich ohne mich stellen. Ich hoffe, Sie erkennen dann, dass Neltharions Vermächtnis nur Tod bringt und sonst nichts. Dann lasst uns die Draktyr finden, die diesem Schicksal entgangen sind. Dann geht voran, Glutal. Oh, okay, also werden Furorion und Sabellion alleine Sakareth folgen. Das ist krass. Es gibt viel zu tun. Seine ihm treu ergebenen Draktyr sind ihm völlig gleich. Er denkt nur an sich selbst. Er ist für uns alle verloren. Bleibt aufrichtig. Nein. Der Dienst bringt Ehre. Arborus, Schmelztiegel der Schatten, die Sakareth. Die Aspekte mögen euch schützen. Oha. Ich habe kein Interesse daran, meinen Brüdern nach Arborus zu folgen, doch ich mache mir weiterhin Sorgen um ihr Wohlergehen. Neltharion ist dem Wahnsinn so sehr anheimgefallen, dass seine geheime Festung zweifellos mit zahllosen, unvorstellbaren Gefahren gefüllt ist. Geh mit ihnen. Seht ihn, stellt ihn, steht ihn zur Seite. Sie werden bei dem, was sie dort erwartet, eure Hilfe brauchen. Mögen die Winde euch leiten. Ach so, und das letzte Kapitel kommt erst nächste Woche, oder was? Moment mal. Ja. Dann habe ich jetzt zwei Ideen. Idee 1, wie sieht's aus? Oh, 4 Minuten. Okay. Ich mache kurz Pause, wir machen den Raid. Oder? Den ersten Flügel? Come on. Pause. Ich bin sofort wieder da. Einen Moment. So, da bin ich fast... da bin ich fast gestorben, weil einfach hier nochmal der Verteidiger kam. Gut, wir machen Arborus, den ersten Flügel. Warum nicht? Warum eigentlich nicht, Leute? Einfach mal reinhauen. Khazra, die Höhlengeschmiedete, ich habe keine Ahnung. Go. Wir machen ja nur LFR und wir sind ja nur DPS. Das wird ja so schwer nicht sein. Wir gucken mal rein. Arborus. Schlacht, Abenteuerführer, Schlachtzüge. Arborus. Arborus, Schmelztiegel der Schatten. Vor Jahrtausenden errichtete Neltharion Arborus sein geheimes Labor, in dem er weltverändernde Experimente durchführte. Arborus wurde kürzlich wiedererweckt und steht nun unter Beschuss aller Fraktionen, die das Vermächtnis des Erdwächters auf der Suche nach jeglichen Überresten seiner Macht an sich reißen wollen. Die Champions von Azeroth müssen sich in die Schatten wagen, um sicherzustellen, dass die gefährliche Macht Neltharions nicht in die falschen Hände gerät. Und welchen Bossen stellen wir uns jetzt? Khazra, die Höllengeschmiedete. Obwohl Neltharion die Elementium-Panzerung erst bedeutend später verwendete, experimentierte er in den Frühzeiten von Arborus mit ihr. Aus der Verschmelzung von Elementium und Schattenflamme entstand Khazra, die als zu instabil erachtet wurde, um sie freizulassen. Die qualvollen Schmerzen ihrer
Adaptium-Panzerung haben sie in den Wahnsinn getrieben und sie dient nun als Wächterin des Schmelztiegels der Schatten. Also auch so angehaucht von der Rüstung von Todesschwinge natürlich. Okay, die Verschmelzungskammer. Okay. Das ewige Feuermeer brennt so heiß wie tausend Sonnen, während die Essenz der Schatten vor leibhafter Dunkelheit erblüht. Beide für sich sind zwar schon enorm mächtig, doch wenn man sie vereint, wogt die unkontrollierte Macht der Schattenflamme in ihnen und erschafft einen Strudel totaler Zerstörung. Essenz der Schatten, ewiges Feuermeer, Schattenflammenverschmelzung. Okay. Und last but not least, die vergessenen Experimente. Gott, was ist das denn? Die Entwicklung der Draktür bestand aus zahlreichen Durchläufen, wobei manche erfolgreicher als die anderen waren. Die ersten Versionen des Experimentes erwiesen sich als viel zu instabil, um sie zu zerstören. Diese Schöpfungen wurden nun nach tausenden Jahren der Inaktivität erweckt und sind darauf aus, ihre Kräfte mit den Champions von Azeroth zu messen. Die vergessenen Experimente in Deltarin sind aber okay. Wir fangen ja dann hier an. Im Verlauf des Kampfes öffnet Kasara, Kamera mal an. Schreckensriss, aus denen Strahlen der Pein kommen, die Spielercharaktere verfolgen. Bei 80%, 60% und 40% verbleibender Gesundheit werden während Höllenstrahl gemetzelt, Teile von Kasaras Rüstung abgeschlagen, wodurch ihr höllisches Herz verstärkt wird. Schadensklassen. Strahlen der Pein verfolgen Spielercharaktere. Beim Erreichen von 100 Energie wird ein Höllenstrahl entfesselt, der allen Spielercharakteren im Effektbereich massiven Schaden zufügt. Hört sich ja gar nicht so kompliziert an. Also wir müssten scheinbar diesen Strahlen der Pein ausweichen und bei Energie 100 dürfen wir nicht im Höllenstrahl stehen. Okay. Das ewige Feuermeer und die Essenz der Schatten pulsieren mit Energie und belegen Spielercharaktere in der Nähe mit brennender Hitze und verderbendem Schatten. Wenn einer der Elemente 50% Gesundheit erreicht, vereinen sich die beiden Elemente, um die Schattenflammenverschmelzung zu bilden. Macht Sinn. Also das erst zwei und die werden dann das dritte. Okay. Und die Experimente? Die vergessenen Experimente in Neltarions Labor verkörpern jeweils eine dunkle Phase in der Entwicklung der Draktür. Neldiris stürzt sich als Erste ins Getümmel und greift die Eindringlinge des Labors mit verwundenem Ansturm an. Nachdem Neldiris besiegt wurde, bricht Tadrion aus seinem Eindämmerungsbehältnis, belegt Spielecharaktere mit instabiler Essenz und erbricht flüchtige Galle. Sobald Njontos Vorgänger besiegt wird, entkommt er seinem Behältnis und beginnt, die Kammer mit Neltarions verstärkter Vision von tiefem Atem zu verwüsten. Wartet mal ganz kurz. Okay, ich habe gerade schnell einen Vertreter ausgewählt, der dann... Es kann sein, dass ich während des Raids telefonieren muss. Und dann muss ja irgendjemand für mich weiterspielen, ja? Und da habe ich hier natürlich tüchtige Leute im Hintergrund sitzen. Danke an die Regie an der Stelle, die dann für mich übernehmen. Okay, los geht's. Arborus! Voll spontan, aber hey. Ach du Scheiße. Stärk die Flanken! Ich will nicht von den Splitterflammen überrascht werden. Ach du Scheiße. Sabelian, etwas Dunkles in diesen Hallen zapft meine Kraft an. Spürt ihr es? Ja. Ich bin es ist überwältigend. Zum Glück scheinen unsere Champions unbeeinflusst. Ein Grund mehr, Sakharath jetzt aufzuhalten. Welche Macht hier auch schlummert, er darf sie nicht erlangen. Ihr seid umzingelt, Sakharath. Beendet diesen Wahnsinn, bevor es noch mehr Tote gibt. Wir würden lieber sterben, als uns zu ergeben. Die Geheimnisse dieses Tiegels sind unser. Mit ihrer Macht werden wir nie mehr Diener sein. Unsere Reihen brechen, Sakharath. Wir können sie nicht aufhalten. Erlaubnis, eine neue Taktik vorzuschlagen? Als ich Neltarion diente, half ich bei der Erschaffung vieler mächtiger Elemente. Eines davon könnte euch sehr von Nutzen sein. Doch es unterscheidet vielleicht nicht zwischen Freund und Feind. Was für eine Macht! Um Neltarions Rüstung zu perfektionieren, durchliefen wir viele Iterationen. Dies ist einer der besseren Versuche. Zwar nicht perfekt, aber mehr als ausreichend, um diese Eindringlinge zu vernichten.
Na los! Aber unsere Männer sind noch da draußen! Ihre Namen werden nicht vergessen werden. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Leute, was passiert hier gerade? Das sind viel zu viele! Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Okay, einigen wir uns darauf, dass das eine ganz dumme Idee ist, die alle in einen fucking Korridor zu pullen. Die haben halt alle noch volle Leben, ne? Ich will ja nichts sagen, aber... Reset, okay. Immer wieder der gleiche Spaß hier. Das ist, also das war vielleicht wirklich nicht die cleverste Idee, die alle, naja. Okay. Das ist zu weit entfernt. Die Inseln sind erwacht. Also langsam, Leute. Langsam und alles wird gut. Ich muss näher ran. Das sieht besser aus. Das sieht viel besser aus. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das ist zu weit entfernt. Ich brauche ein Ziel. Ach Gott. Euer Blut wird meine Rüstung färben. Okay. Ja, damit ist der erste Boss. Und das ist jetzt also Khazara, die Höllengeschmiedete, die als eine der ersten die Rüstung testete, die später Neltharion selbst als Todesschwinge in ihrer Perfektion an seinem Leib trug. Diese bekannte Rüstung. Panda Eating Mam Mam, was? Okay. Wir versuchen uns mal nicht doof anzustellen und stellen uns einfach nicht doof an, Leute. Das kann ja nicht so schwer sein. Entschuldigung. Also, wir haben gehört, sie macht irgendeinen Megastrahl bei 100 Energie. Da dürfen wir nicht im Effektbereich stehen und, ne, ihr wisst Bescheid. Wir werden irgendwie von Strahlen verfolgt und denen müssen wir irgendwie ausweichen oder so. Das klappt schon. Wir sind ja kein Tank. Wir sind ja eh nicht schuld. Euer Blut wird meine Rüstung färben. Leuchtende Flamme.
Schmerz und Leid. Meine schöne Rüstung! Ah! Okay. Das ist der Strahl, okay. Oh. Eure Existenz endet. Schmerz und Leid. Ich werde euch die Haut abziehen! Ihr fehlt der Schwanz. Das sieht eklig aus. Pein! Ergebt euch der Furcht! Eure Existenz endet! Ergebt euch der Furcht, Schmerz und Leid! Mein Fleisch brennt, doch ihr werdet stärker leiden! Nice, Mann. Bin gebrochen! Endlich! Es lässt nach. Besitzt Sakareth die Macht, in unseren Verstand einzugreifen? Der Verräter hat diese Fähigkeit nicht, Sohn. Finstere Mächte erwachen. Sie können uns spüren. Vater? Ich bin nur ein Echo. Ich kann niemanden abhalten, meine Geheimnisse zu plündern. Doch ihr, meine Erben, könnt dafür sorgen, dass kein Außenseiter sich nimmt, was euch hier habt Geschichten über diesen Ort gehört und darüber, welche Rolle er in meinem Fall spielte. Lasst euch davon nicht ablenken. Diese Hallen sind euer Geburtsrecht. Und die Außenseiter dürfen sie euch nicht entreißen. Sichert das Gelände! Furorion, ich werde ein Kontingent in die Hallen führen, um Sakareth auszuschalten. Seht ihr, was ihr in der anderen Richtung findet. Guter Plan. Ich werde euch begleiten und helfen, wo ich kann. What the fuck, ist das gruselig. Okay, ein Echo von Eltarion. Dieses Beuteverteilungsfenster finde ich cool. Klärt mal ein bisschen mehr auf, als das nur im Chat zu schreiben. War aber ja eigentlich ganz easy, oder? Ich meine, wir waren jetzt kein Tank und kein Heiler. Wir hatten jetzt die angenehme Funktion, nur Schaden auszuteilen. Als Tank sah es wahrscheinlich anders aus, aber es war so jetzt ganz nett. First Try ist ja ganz cool. Wenn ich mich daran an Sylvanas erinnere, damals in Shadowlands, da hat man ja nie First Try geschafft auf LFR. War natürlich auch der finale Boss, ne? Das wird hier wahrscheinlich bei Sakareth dann genauso aussehen. Denn natürlich ist Sakareth der finale Boss dieses Raids, ne? Also.
Jetzt können wir nichts machen, außer jetzt 20 Sekunden durchzupennen. Ist ja frustrierend. Okay, nächster Boss ist ja dann die Verschmelzungskammer. Genau. Also irgendwo vorne abbiegen. Okay, jetzt sagt Neltharion, das ist euer Geburtsrecht. Das ist natürlich nicht gut. Denn genau das laut Obsidian sollen sie ja merken, dass alles, was von... alles, was von Neltharion kommt, schlecht ist. Das ist zu weit entfernt. Jetzt haben wir hier natürlich einen scheiß Split, ne? Oh je. Oh je. Ne, no way. Oh oh. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich bin außer Reichweite. In diesen Hallen schmiedete ich weltverändernde Wunder. Jahrtausende ohne Aufsicht machten sie unbändig. Es wird nicht leicht werden, sie zu beherrschen. Ich bin auch das Ergebnis eines Experiments. Eines, das eure frühere Verkörperung vernichten wollte. Ihr seid von meinem Blut. Dass ihr überlebt habt, ist der Beweis dafür. Jetzt hört nicht auf das Echo von Neltharion, das ist böse, Mann. Ah, vielleicht auch nicht, aber ich vermute mal schon. Hört auf. Sieht es mir von der Framerate her aus? 34. Eieieiei. 3090, ne? Also. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das ist zu weit entfernt. Eieieiei. Ich bin außer Reichweite. Puh, aber cool. Von der Optik her gefällt es mir wieder sehr gut. Müsste man sich eigentlich in Ruhe alles nochmal angucken. Ne? Mächtige, einflussreiche Kräfte. Vereint werden sie zu etwas noch Größerem. Lernt sie gemeinsam zu nutzen und nichts kann euch aufhalten. Das ewige Feuermeer und die Essenz der Schatten vereinen ihre Gesundheit, um die Schatten zu bilden. Okay, klingt jetzt nicht so, als müsste ich irgendwas beachten. Sterbliche Ungeziefer! Nahrung für mein Inferno! Darf man die zusammenholen? Ach du Scheiße. Aber es läuft doch bis jetzt auch ganz gut, oder? Das ist zu weit entfernt. Flammenwand! Oh fuck. Ich bin außer Reichweite. Oh fuck. Okay. Erwachen. Grüß dich, Schattenflamme. Also das ist das Ding. Also das ist eine Verbundenheit aus den Schatten oder aus den alten Göttern und so weiter. Das hat Neltharion. Ach du Scheiße. No.
Neltarion böse gemacht, die Schattenflamme, ja? Sengendes Zwielicht, ausdörrender Schemen. Brennende Dunkelheit verzehrt alles. Ich muss näher ran. Ausdörrender Schemen. Sengendes Zwielicht. Oh fuck, aua. Sengendes Zwielicht. Ausdörrender Schemen. Hau doch ab hier, Mensch! Brennende Dunkelheit verzehrt alles. Der Schattenflamme. Ihre Stärke ist nicht zu leugnen. Doch sie wirkt zu gefährlich, um sie zu nutzen. Ihr habt den Willen, sie zu meistern, mein Sohn. Stellt euch nur vor, was ihr erreichen könntet. Eieiei. Okay, nur noch einer. Das war überraschend nett, oder? Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Ich habe kein Ziel. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Ich muss zu dir anvisieren. Was ist das hier? Animationsflüssigkeit, okay. Ich bin außer Reichweite. Okay. Ach so, dann jetzt kommt schon der letzte Boss. Der dritte. Okay, kurzer Flügel, ja. Geile Waffe. Ich hatte große Hoffnungen für die Draktür.
aber am Ende waren sie doch nur eine neue Enttäuschung. Ihr, Furorion, müsst erfolgreicher sein und meine Vision fortführen. Gewiss, Vater. Oh. Fuck. Das ist ein äußerst ungünstiger Spawnpunkt. Gibt's einen Teleporter? Bin ich doof? Nee. Okay, man rettet sich nicht, ne? Ihr Furorion müsst erfolgreicher sein und meine Vision fortführen. Gewiss, Vater. Mir gefällt die Richtung nicht, in die das hier alles geht gerade. Warum steht der hier nur rum? Start. DPS. Hm. Wie vorbildlich. Glückwunsch. Ich durfte die Entwicklung von Eltarions Draktür bewerten. Leider waren sie kaum zu kontrollieren. Doch ich sehe darin keinen Fehlschlag, sondern eine Gelegenheit. Dieser frühe Versuch, Draktür zu erschaffen, brachte ein unkontrollierbares Wesen hervor. Dennoch sind die Beobachtungen seines Gemetzels von Wert. Ihr werdet gute Testobjekte darstellen. Skern ist dann der dritte, ja? Oder kämpft man den gar nicht? Guck mal, der erste Draktür. Ist das der erste Draktür vielleicht? Der aufmerksame Verwalter, Skarn. So rum. Puh. Okay. Ich zermalme euch zu Staub! Schmettergebrüll! Das ist zu weit entfernt. Knochen brechen! Ich muss näher ran. Matsch! Zerbrecht! Ich unserem ersten Prototyp fehlte offensichtlich die gewünschte Stärke. Der zweite war von übermäßiger Arkanmacht erfüllt. Mach euch kaputt! Werden wir ja sehen, Freundchen. Gemetzel! Ich bin außer Reichweite. Explodiert! Gemetzel! Ich muss näher ran. Zerstören! Ich
glotzt aus! Spuke! Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Explodiert! Leider war ein Wesen mit instabiler Arcana-Woge nutzlos. Also verfeinerten wir den Infusionsprozess. Sterbt, Undinge! Undinge? Ihr werdet ausgelöscht. Okay, das ist also jetzt der erste Drachtür, ja? Das kam da am Ende bei raus. Spürt meine Kraft! Ich habe kein Ziel. Ich muss näher ran. Sagt, leb wohl! Das ist zu weit entfernt. Unwürdig. Ihr werdet ausgelöscht. Das war gerade ein Battle-Rest, ne? Der Perfektion. Nicht versagen. Nice. Ihr habt meine Erwartungen übertroffen. Moment. Ihr wusstet, dass diese Kreaturen hier lauern würden? Natürlich. Und wie erwartet, wart ihr der Herausforderung gewachsen. Das scheint sehr fragwürdig. Wie formbar ist eure Vision? Das habe ich befürchtet. Euer Schaffensprozess hat euren Geist geschwächt. Mein wahrer Erbe sollte dieses Problem nicht haben. Ach so, ist es dann im anderen Flügel, geht's dann um Sebelian oder was? Wir sind jetzt gefühlt nur Furorion gefolgt. Ihr steht vor dem schwarzen Prinzen. Okay, das war Flügel 1. Ich bin in gewisser Weise enttäuscht. Nein, aber es war sehr schnell, oder? Es war spontan schnell erledigt. I don't know. Okay, das war der erste Flügel von Aberus. Spontan reingeschoben. Warum nicht, hä? Warum eigentlich nicht? Joa! Dann war's das doch für diese Woche schon fast, oder? Ich werde, wir könnten noch die Daily schnell zusammen machen. Wir könnten noch einmal nach Glimmerock gehen und unsere Schnecken-Daily machen. Und ansonsten, I don't know, ich mache ohne euch vielleicht noch eine Weltquest hier und da. Aber... I don't know. Wie viele Stufen haben die denn? 20? Na, es geht ja. Schnüffel mit den Niffen. So eine Ausgrabung müsste ich noch machen oder könnten wir noch machen. Diese Höhlen machen meinen armen Schnecken nicht leicht. Darum füttere ich sie mit besonderen Kristallen. Diese halten ihre Häuser hart und glänzend. Schleimerfutter... futtert aber mehr als seinen Anteil, also sitzt ihr auf dem Trocknen. Könntet ihr in den Zaradek-Höhlen ein paar Kristalle sammeln? Okay. Machen wir. Ja, und dann war's das.
Ich habe kein Ziel. Ob ich jetzt die alle hier immer mit euch mache, einen Monat lang die Dailies, I don't know, wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich auch eher nicht. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Okay. I don't want to fight anymore. I don't really, really want to fight anymore. No. Oh no, ich bin gierig. Okay. Drei. Greifen die uns an, wenn wir den Kristall nehmen? Das ist jetzt nochmal die Frage. Ja, nicht, oder? Nö. Okay. Und dann noch 5 Magma-Kristalle. Deswegen haben die also so Schneckenpanzer aus Kristallen, weil die mit Kristallen gefüttert werden, damit die widerstandsfähiger sind. Kann man verstehen hier in Arborus, das sind nicht gerade die schneckenfreundlichsten ihr wisst schon, Lebensbedingungen, aber... Da ist einer. Ich bin außer Reichweite. Alles eine Frage der Landeposition, huh? Man kann sich die ganz gut wegsneaken hier. Nein! Mann! Dieser scheiß Multihammer immer! Aber das war's ja schon. Arborus, Schmelztiegel der Schatten, Sarkareff. Okay, aber da kommt ja noch einiges, ne? Das war jetzt überraschend schnell. Das war jetzt ein Dreiviertel-Video, kann man sagen. Aber dann war es das auch schon für diese Woche. Dann würde ich mich tatsächlich schon bis übermorgen, bis Mittwoch von euch verabschieden, denn dann bin ich mit meinem Programm für diese Woche durch, sogar mehr als das. Alle sagen, dass ihre Schnecken feste, gesunde Häuser haben sollen, aber wenn sie dann die Kristalle sammeln sollen, sie sind zu beschäftigt oder haben Angst. Bitteschön. So muss es sein. Ihr werdet sehen, Schleimers Haus kriegt einen schicken Schein. Puh, fast schon ein Zungenbrecher. Schleimers Haus kriegt schicken Schein. Okay. Naja. Mühsam ernährt sich das Murmeltier. Gut, wir gehen auf Aldraken, geben noch die Weekly ab. Wir haben auch die 3000 Ruf gesammelt. Dann sind wir durch.
für diese Woche. Und haben sogar den ersten Flügel von Arborus gemacht. Ist das geil? Ist das geil? Ah ja. So. Die Aspekte mögen euch segnen. Was ist das hier? Tunkelmut, Jahrmarkt. Oh Gott. Da kann gar nichts Tolles drin sein. Gut, ja. Das Einzige, was mir... Ja, gut, Phyrax Truppen haben wir jetzt nicht gemacht. Das ist aber auch nicht so mega spannend. Vielleicht mache ich das einfach ohne euch. Eine ganze Aufnahme lohnt sich halt nicht mehr, ne? Naja, gut. Ich würde einfach mal sagen, das war's bis zur nächsten Woche, Leute. Das war die Story soweit. Das waren die Kapitel Erbsünde und unausweichliche Konfrontation. Eine Flamme erloschen gibt's dann natürlich mit dem nächsten Reset, gehe ich mal von aus. Und darüber hinaus... Aber die Flügel kommen erst spät, ne? Wann starten denn die anderen Flügel? Wartet mal, ich guck mal schnell. Chatte die Chat. Gottes Willen. Also, 10. Mai. Vor 5 Tagen wurde er geöffnet. Weitere LFR-Daten. Angriff der Zakali am 24. Mai. Ja, es ist jetzt nächste Woche Mittwoch. Also nächste Woche Mittwoch kommt der zweite Flügel und dann im 2-Wochen-Rhythmus. Das ist ja scheiße. Eieiei. Gut, dann machen wir vielleicht einfach den ersten Flügel nochmal, oder? Das wäre doch vielleicht spannend, dass wir dann einfach, vielleicht bekommen wir Loot oder so. Und guck mal hier unten, wir haben auch bald die Tusker von Iskara auf Max. Ich weiß, das zieht sich wie ein Kaugummi. Hätten wir auch schon viel früher mit Weltquests machen können, aber es läuft ja eh nebenbei her. Dann haben wir alle 4 Hauptfraktionen durch und dann fehlt nur noch, ja, da fehlen nur die Niffen. Aber die ziehen wir auch durch. 20 ist jetzt auch nicht viel. Gut, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der erste Flügel. Neltarions Einfluss auf Furorion gefällt mir gar nicht, aber das zeigt auch nur wieder, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Obsidian der neue Aspekt des Obsidian-Schwarms wird, immer mehr steigt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis nächste Woche. Wir machen das letzte Kapitel, vielleicht nochmal den Raid und selbstverständlich auch ein paar Dailies. Ich mache ohne euch morgen trotzdem die Schnecken-Daily, ne? Keine Sorge. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.